Willkommen zur Live-Fragerunde der dritten heute schon zum virtuellen Unitag. Jetzt soll es um den Studiengang Hydrowissenschaften gehen. Und dazu lade ich einen Studenten ein, der Hydrowissenschaften gerade im Bachelor studiert. Genau, er ist noch nicht da, kleinen Moment noch. So. Hydrowissenschaften gehört zu Bau und Umwelt und hat natürlich auch sehr viele Nachhaltigkeitsaspekte mit im Studium dabei. Hallo, hey. So, da sind wir auch schon. Genau, stell dich doch gerne einfach mal ein bisschen vor, seit wann du schon in Dresden bist, seit wann du hier studierst und so weiter. Ja, na, sehr gerne. Hi, ich bin Tim. Bin jetzt in meinem letzten Bachelor-Semester, schreibe jetzt also gerade die Bachelorarbeit. Und ja, ich komme aus Dresden, deswegen wohne ich auch schon immer in Dresden. Und deswegen, ja, genau, habe hier mein Studium angefangen im Bachelor und werde auch dann in den Master auch gehen, genau. Ja, sehr spannende Zeit auf jeden Fall, wenn du gerade deine Bachelorarbeit schreibst. Machst du das jetzt alles von zu Hause aus schon die ganze Zeit oder wie läuft das ab? Ja, also das hatte sich jetzt schon auch in den letzten Monaten so ein bisschen gezeigt, dass das schon eher zu Hause stattfinden sollte, also dass eher der Laborbetrieb, ja, das war ja alles so ein bisschen vage. Und da habe ich jetzt ein Thema, mit welchem ich halt auch von zu Hause aus arbeiten kann. Genau. Okay, sehr gut. Genau, wir machen das wieder so, wenn Fragen kommen und ich die sehe, dann stelle ich dir die. Ansonsten habe ich noch ganz viele Fragen zum Studium Hydrowissenschaften. Stell doch den Studiengang gerne einfach mal kurz vor. Tja, Hydrowissenschaften an sich, also es ist ein Bachelorstudiengang und der Studiengang geht über 6 Semester, wobei man im 6. Semester dann seine Bachelorarbeit eben schreibt. Und ansonsten ist er unfassbar vielfältig, ne? Hydrowissenschaften, klar, es hat irgendwas mit Wasser zu tun natürlich. Letztendlich kann man ja sagen, Wasser ist überall drin, ne? Also ist unfassbar notwendig und spielt in unterschiedlichen Faktoren eine Rolle. Und das kann sowohl sein, und das zeigt sich auch bei uns im Studiengang, dass da halt dass wir uns eben auch vertiefen können während des Studiums. Und da haben wir zum Beispiel die Wasserwirtschaft, die Hydrologie und eben auch das sogenannte Stoffstrommanagement, also wo es dann eher in die Altlasten- und Abfallwirtschaft geht. Und ja, ist unfassbar umfangreich und ja, hat halt alles irgendwie mit Wasser zu tun. Kommen wir sicherlich auch noch dazu. Genau. Was würdest du denn sagen, wenn man sich für den Studiengang interessiert, in welchen Fächern sollte man denn dann in der Schule ganz gut sein oder wo sollten so die Interessensgebiete liegen? Also interessieren wäre natürlich gut, wenn man sich generell für die Naturwissenschaften an sich sich interessiert, dass man auch ein bisschen von Chemie auch gehört hat, zumindest mal, obwohl das bei Weitem nicht das komplette Studium betrifft. Also das sind dann eben immer ein paar Module, eben auch Pflichtmodule, aber kriegt man alles hin. Klar, natürlich dann auch, je nachdem, wohin es dann gehen soll, kann es eben auch informatischer werden, ne? Dass man dann mit der Hydromodellierung irgendwie dann zu tun hat. Das kann natürlich auch sein. Allerdings kann es natürlich auch wirklich in die ingenieurtechnische Richtung mit der Wasserwirtschaft gehen, wo es dann auch in Richtung Wasserbau geht. Und da bist du natürlich bei Physik und Mathematik natürlich auch voll dabei. Was sind denn so ein paar Beispiel-Lehrveranstaltungen aus deinem Studiengang? Beispiel-Lehrveranstaltungen? An sich ist ja natürlich aufgeteilt, dass wir am Anfang sehr viel Grundlagen haben. Also das geht dann Richtung in die Meteorologie und in die Hydrologie, bis zu natürlich auch die Hydrochemie. Dann später hat man dann eben auch aber auch Statik und Hydromechanik. Und genau, also aber hat natürlich, weil es eben auch ein Ingenieurstudiengang ist, eben auch natürlich Mathe. Mathe 1, Mathe 2, Statistik und hat man eben auch viel Mathe, ja. Genau.
Ist es vergleichbar mit Mathe in der Schule? So eine Frage kam jetzt ganz oft in den letzten Fragerunden. Vergleichbar mit Mathe in der Schule an sich kann man auf jeden Fall sagen, dass es aufbaut. Also ich muss selbst auch sagen, ich habe Mathe-Grundkurs gehabt, also war jetzt nicht irgendwie, hatte keinen Leistungskurs, hatte Deutsch-Leistungskurs. Und muss sagen, ich bin da auch reingekommen. Ne? Das ist schwierig, oder dass man muss da ein bisschen auch Elan von sich selber auch mitbringen, natürlich, wie man das immer machen muss bei allem. Und dann ist das aber absolut kein Thema. Aber ist natürlich, muss man natürlich auch sagen, Mathe ist dann einer der vielleicht auch mitunter auch schwierigeren Fächer, natürlich. Das ist natürlich so. Ja. Wie bist du denn überhaupt zu dem Studium gekommen? Warum wolltest du das studieren? Also für mich, ich wollte sehr gerne nach dem, also ich habe gleich nach meinem Abitur, wollte ich in Dresden bleiben und habe dann eben gleich das Hydrowissenschaften-Studium für mich entdeckt, indem ich das eben auch beim Unitag gesehen habe und mir dann eben auch eine Veranstaltung angeschaut habe, die Veranstaltung genau und da habe ich das halt so mitbekommen und genau, das hat sich dann für mich herauskristallisiert und ich habe es aber auch so gesehen, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt also zu dem Zeitpunkt 18 Jahre, ich habe mein Leben vor mir, ich kann jetzt auch mal 2 Semester das studieren und wenn es das nicht ist, na gut, dann bin ich halt 19 und dann mache ich was anderes. Das ist ja völlig in Ordnung und da haben wir ja alle Möglichkeiten offen. Ja, aber du bist dabei geblieben, hat dir also offenbar gefallen. So sieht's aus, genau. Das hat mir sehr Genau. gefallen. Jetzt hast du vorhin schon so ein paar Lehrveranstaltungen angesprochen. Auch Naturwissenschaften sind dabei, sagst du. Aber ich glaube, ihr habt ja auch einen sehr großen Praxisanteil im Studium, oder? Also wir haben die Möglichkeiten auf jeden Fall auch praktisch zu arbeiten. Das ist gleich im 2. Semester hat man dann natürlich ein Physikpraktikum, da arbeitet man an bestimmten Experimenten und lernt so ein bisschen die Protokollführung und so. Aber natürlich zum Beispiel letztes Jahr hatte ich das Privileg, dann im Rahmen eines Feldpraktikums an die Côte d'Azur zu fahren. War natürlich eine unfassbar tolle Erfahrung. Also ist natürlich unfassbar tolles Gelände da. Man hat viel gelernt und das ging 2 Wochen und ja, war in Kooperation mit Delft in den Niederlanden und Lissabon. Und ja, das ist natürlich, so eine Erfahrung ist natürlich einzigartig und absolut super. Ja. Ja, erzähl da gerne noch mal ein bisschen davon. Ich glaube, so Studieninteressierte können sich gar nicht vorstellen, was man da bei so einem Feldpraktikum an der Côte d'Azur macht in deinem Studiengang. Also man muss so sagen, also ich habe mich ja vertieft, dass ich eigentlich in die wasserwirtschaftliche Richtung gegangen bin. Das ist eher so, ja, wirklich so ingenieurtechnisch gehalten. Also da hat man dann eben auch Statik, da hat man eben auch Hydromechanik und geht dann eher so in die verfahrenstechnische Richtung auch. Und da war dieses Feldpraktikum, das hieß hydrologisch-meteorologisches Feldpraktikum, geht dann eher in eine andere Richtung. War aber für mich dementsprechend auch kein Problem, weil ich es mir als sogenanntes Wahlpflicht anrechnen lassen konnte und kann das ganz normal in meinen Studienverlauf mit einplanen und das habe ich eben auch getan und ja, bin dann dahin gefahren mit noch 10 anderen Hydrologen, also ich war der einzige Wasserwirtschaftler da und ja, was haben wir da gemacht? Wir haben uns das Gelände angeschaut, ne, diese geomorphologischen Gegebenheiten dort uns angeschaut und ja, ganz viele Experimente und Messungen gemacht und natürlich sei es irgendwelche Durchflussmessungen von irgendwelchen Flüssen oder wir haben Quellen gesucht, also sind wirklich losgestiefelt durch das Land und haben nach Quellen gesucht, die eben analysiert und ja, konnten und haben das dann alles so ein bisschen bewertet. Jetzt kam gerade eine Frage. Ist Klima- und Umweltschutz ein Schwerpunkt deines Studiums? Na, spielt auf jeden Fall eine große Rolle, gerade eben auch Richtung Meteorologie und Hydrologie natürlich auch. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also Meteorologie, ne,
ist für die meisten vielleicht so ein Begriff, wenn es dann geht, irgendwie Wettervorhersage oder sowas, ist natürlich auch auf jeden Fall, basiert alles auf irgendwelchen Hydro-Modellierungen, auf Klimamodellierung. Und das spielt natürlich dann auch eben eine Rolle. Ne? Also das ist ganz klar auf der einen Seite zu sehen, auf der anderen Seite natürlich auch jetzt bei mir in der Wasserwirtschaft, ne, wenn es da Richtung ingenieurtechnische Anlagen geht, ne, da spielt ja auch der Hochwasserschutz beispielsweise dann eben eine große Rolle, dass quasi irgendwelche Hochwasserschutzbauten berechnet werden müssen, und das natürlich, ja, ist natürlich auch dann dementsprechend ein Teil von unserem Studium. Ja. Was kann man denn dann später mit dem Studium machen? Also was sind so berufliche Perspektiven? Also von der wasserwirtschaftlichen Richtung kann man natürlich in Ingenieurbüros gehen, dass man dann eben planen kann, eben solche Hochwasserschutzbauten, oder natürlich ist noch ein ganz großer Teil des Studiums auch natürlich die Abwasserklärung, ne? Also ganze Thema Kläranlagen natürlich auch, und dass man dann eben auch im Kläranlagenbetrieb arbeiten kann. Man kann aber auch, wenn man jetzt Hydrologie schaut, kann man natürlich eben auch eben diese Modellierung weiter vorantreiben. Man kann natürlich auch an der Uni bleiben, ist ganz klar. Da gibt es aber vielfältige Möglichkeiten, wie man ja dann auch eingesetzt werden kann nach dem Bachelor bzw. Master dann. Ja, genau. Also es gibt noch einen Master, der sich anschließt. Ne? Den gibt es auch an der TU Dresden. Genau, also das ist auch für alle, die sich jetzt für den Bachelor oder den Master interessieren, nochmal ganz gut zu wissen. Wie sieht es denn aus mit den Studienvoraussetzungen? Der Bachelorstudiengang ist NC-frei. Das heißt, wenn man sich eingeschrieben hat oder sich einschreibt, dann ist man eingeschrieben, dann hat man den Platz. Genau. Für den Master, wir haben ja insgesamt sogar 5 Master. Also das fängt bei der Hydrobiologie an, Wasserwirtschaft, Hydrologie, Altlastenabfallwirtschaft, und dann haben wir auch noch einen englischsprachigen Master. Und da ist aber bei Hydrobiologie hat man noch einen NC, ansonsten ist der auch NC-frei. Ja, nee, Moment, Master. Ja, okay, also, aber jedenfalls der Bachelor ist zulassungsfrei. Ja, das ist, glaube ich, für die meisten, die jetzt hier zuschauen heute, das ist ganz interessant zu wissen. Was würdest du denn sagen, wann sollte man Hydrowissenschaften studieren? Wenn man sich wofür interessiert oder wofür einsetzt, wann ist das ein gutes Studium oder ein ideales Studium? Also generell, wenn man natürlich umweltbewusst natürlich auch ist, ne, ist ein Umweltstudiengang natürlich durch und durch. Das ist natürlich ganz, ganz klar, wenn man auch gerne mal dann, ja, also tja, wenn man rein, also vielfältig interessiert ist, weil der Bachelorstudiengang so unfassbar umfassend auch ist und man selbst vielleicht auch noch nicht so weiß, in welche Richtung es denn gehen könnte, weil der Hydrowissenschaften-Studiengang hat den Vorteil, dass man sich eben auch im dritten Semester dann eben auch vertiefen kann, eben in diese unterschiedlichen Richtungen, und in den ersten beiden Semestern hat man dann eben so die Grundlagen aus allen Teilen des Studienganges, und da kann man sich dann auch noch vertiefen und dann sich das rauspicken, was einem so am besten gefallen hat. Und deswegen, also ist das natürlich auch ein Studiengang für Umweltbegeisterte, aber auch voll also Leute, die ganz viel die sich für alles begeistern können, sozusagen. Was gefällt dir denn an deinem Studium somit am besten? Tja, am besten natürlich, also vom thematischen her, natürlich sehr dieses sehr die Abwasserbehandlung an sich, ne, interessiert mich einfach sehr, auch das Ingenieurtechnische, deswegen bin ich auch Richtung Wasserwirtschaft dann auch gegangen. Und an sich natürlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Studienleben auch generell natürlich.
Wir haben jetzt auch natürlich bei dem Studiengang Hydrowissenschaften ist ja auch wirklich der Vorteil, dass es einen großen, ich habe es schon einmal angesprochen, großen Wahlpflichtkatalog gibt. Das heißt, man kann sich so die schönsten Module, die schönsten Fächer quasi rauspicken im großen Teil, zum großen Teil und da wirklich halt sich seinen idealen Studiengang da auch so ein bisschen rauspicken oder so ein bisschen halt das ja, individualisieren. So ein bisschen zusammenbauen quasi. Genau. Ja. Wie ist denn der Studiengang so aufgebaut von deinen Kommilitonen, Kommilitoninnen her? Sind es viele, die ja da immer in großen Vorlesungssälen oder wie sieht es aus? Also wir hatten in den letzten Jahren circa vom Bachelor-Studiengang circa 80 bis 90 Erstimmatrikuliert, also Erstsemester. Das ist natürlich nicht super viel, also ist eine total entspannte Lernatmosphäre und auch Vorlesungsatmosphäre natürlich, ist aber auch nicht zu klein. Für mich persönlich halt genau richtig, weil man, klar, man sitzt nicht ganz allein drin, aber man sitzt eben auch nicht in einer super Riesenvorlesung. Ja. Und wie ist das, wenn man anfängt zu studieren? Viele Studieninteressierte haben ja so ein bisschen Sorge, dass sie dann keinen Anschluss finden, keine Freunde. Wie ist da so der Studienstart bei euch aufgebaut? Also da hilft natürlich auch sehr der Fachschaftsrat, der FSR von Bachelor oder von Hydrowissenschaften, der natürlich eine Erstiwoche anbietet und da die Erstsemester auch an die Hand nimmt. Das ist ja dieses Jahr ein bisschen nicht, also schwieriger, weil es natürlich digital erstmal starten soll. Da überlegt sich der FSR aber sicherlich auch irgendwas und dahingehend haben wir es, denke ich mal, auch in den letzten Jahren immer ganz gut geschafft, so die Studis abzuholen und ja, da zu integrieren, sag ich mal, und zusammenzubringen. Ja, was sind da so beispielhafte Programmpunkte, die ihr immer so macht? Ach, das sind ganz viele. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren machen wir dann Volleyballturnier oder gehen natürlich auch wandern in der Sächsischen Schweiz. Oder was machen wir noch? Natürlich eine Stadtrallye und schauen uns Dresden so ein bisschen an, so ein bisschen spielen. Und ja, machen natürlich auch eine Party, ganz klar. Und ja, ganz vielfältig. Haben natürlich aber auch zum Beispiel ein Mentorenprogramm, wo wir halt wirklich Leute suchen, die halt schon im Studiengang ein bisschen vorangeschritten sind. Und die kriegen dann ein, zwei, drei Erstsemester-Studierende. Und sind dann direkte Ansprechpartner. Wird auch immer ganz, ganz gut genutzt. Sehr gut. Also man wird nicht alleine gelassen, wenn man das nicht möchte. Auf keinen Fall. Sehr gut. Ja, Dresden an sich, gut, du kommst aus Dresden, hast du gesagt, aber wie erlebst du Dresden so als Studienstadt? Also unfassbar komfortabel. Also ich habe mich ja auch direkt da, also entschieden, gerade auch in Dresden zu studieren. Ich persönlich finde es super angenehm, gerade auch natürlich mit den Gegebenheiten auf dem Campus, dass wir eben eine große SLUP haben, eine große Bibliothek und viele Räume, wo man eben auch lernen kann, aber eben auch natürlich das Uni, das Studentenleben natürlich auch nicht zu kurz kommt, auf keinen Fall. Finde ich durch und durch eigentlich super. Ja. Würdest du also weiterempfehlen, hier zu studieren? Ja, das würde ich. Sehr gut. Ja, was würdest du denn noch Erstsemestern oder Leute, die sich vielleicht für den Studiengang interessieren, die sich vielleicht so ein bisschen für Umwelt interessieren, was würdest du denen noch mitraten bei ihrer Studienwahl? letztendlich, also von mir persönlich würde ich erstmal sagen, also wenn man jetzt gerade so ein bisschen unentschlossen ist, gerade das Abi in der Tasche hat, letztendlich kann man immer irgendwie, kann man erstmal nichts falsch machen. Man kriegt ein unfassbar viel Erfahrung mit, egal was man macht, ob das nun ist, man geht ins Ausland oder man studiert eben gleich. Und dahingehend, ja, für Hydrowissenschaften an sich, man sollte vielleicht ein bisschen
ja, also ein bisschen Elan zeigen. Es geht schon gut los bei unserem Studiengang. Da gibt es schon das ein oder andere Modul. Und ja, aber ansonsten hauptsächlich Spaß am Leben, im Studium, an allem Ja. haben. Aber das war noch ein ganz gutes Stichwort, was du gerade gesagt hast, dass es ganz gut losgeht auch bei euch. Wie sieht denn so eine typische Studienwoche bei den Hydrowissenschaften aus? Wie viele Vorlesungen, Übungen, Seminare, Nachbereitungen hat man denn da so? Also im ersten Semester geht es so los, dass man ja schon einige Module hat. Also ich hatte ja schon gesagt, dass in den ersten beiden Semestern so ein bisschen die Grundlagen abgetastet werden. Also die Grundlagen von den verschiedenen Fächern, Meteorologie, Hydrologie, Hydrochemie, was gibt es da noch alles? Also noch einige. Und genau, das wird halt so, wird dann eben auch alles in Vorlesungen vermittelt. Das heißt, es kann dann durchaus mal sein, dass man eben dann doch, ja, auch mal natürlich auch mal 7:30 Uhr in der Uni zur Vorlesung erscheinen sollte. Ne, das ist dann ganz, ganz klar, und da ist an sich. Aber ja, man hat im ersten Semester bis auf wenige Ausnahmen in der Hydrochemie eigentlich nur Vorlesungen, was aber auch relativ gut ist, weil man es gut planen kann. Man weiß, wann man was hat, und da ist der Planungsaufwand erstmal nicht so hoch. Und der Rest mit dem Praktischen kommt dann im zweiten Semester und in den höheren Semestern dann. Und Prüfungsphase, wie sieht die bei euch aus? Ja, die ist also durchaus ist das Pensum da auch hoch, weil eben so viele Module eben auch angeboten werden. Das wird momentan ist das noch in der Bearbeitung, dass man das vielleicht ein bisschen entschärfen kann, was zumindest die Anzahl der Prüfe angeht. Da hat man manchmal dann eben wirklich 5 bis 8 bis zu 9 Prüfungen Über welchen und Zeitraum? über den Zeitraum von 5 Wochen, also Kernprüfungszeit, ne? Also das ist dann schon happig, und da sitzt man dann, da hat man dann vielleicht auch, da hat man viel zu tun, aber mit ein bisschen einem geregelten Ablauf und so ein bisschen dem Ohr am FSR, der dann so ein bisschen leiten kann, auf das konzentriert ihr euch, da braucht ihr vielleicht ein bisschen weniger Zeit, das weiß man ja als Ersti alles gar nicht, ist das natürlich super, dass man da sich so ein bisschen besser dann auch darauf vorbereiten kann. Und was ich mir auch vorstellen kann, was bestimmt viele interessiert, ist so eine Bachelorarbeit. Die steht ja dann klar erstmal in 3 Jahren oder wann auch immer an, wenn man jetzt studiert. Aber man kann sich das ja oft gar nicht vorstellen, was da so dahinter steckt. Vielleicht kannst du auch ein bisschen was über deine Bachelorarbeit erzählen, wenn du möchtest. Ja, also die Bachelorarbeit an sich ist, kann man als Modul, also als Abschnitt sehen, und ist nötig, damit du klar den Bachelor abschließen kannst, klar. Schreibt man ja am Ende des Studiums. Und ich persönlich schreibe über ja, Stoffstrommodellierung in Kläranlagen. Und ja, also letztendlich funktioniert das so, dass man die bei unterschiedlichen Instituten schreiben kann, also wirklich Instituten auch an der Uni, oder halt man sucht sich einen Betrieb und schreibt das in einem Betrieb, ist natürlich auch möglich. Und ja, entweder kann es dann so sein, dass man sich selbst das Thema sucht, oder sich selbst ein Thema sucht und dann halt guckt, okay, vielleicht kann ich das bei dem Institut schreiben, und dann wird so ein bisschen geguckt, wer dann der Betreuer sein könnte. Oder man fragt halt dann die Institute an, so wie das auch bei mir der Fall war. Da habe ich ein paar E-Mails geschrieben und gefragt, habt ihr denn oder vielleicht das ein oder andere Thema. War natürlich auch jetzt mit Corona sehr schwierig. Da hatten viele auch andere Gedanken. Und ja, so bin ich dann auch zu meinem Thema gekommen und habe dann gesagt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, und das mache ich dann auch. Und gibt es da auch Praxisanteile? Du hattest vorhin was von einem Labor erzählt.
Also das hängt natürlich ganz vom Bachelor-Thema ab, also bei der Bachelorarbeit natürlich. Im Generellen natürlich klar, also dass man da irgendwelche Untersuchungen macht, ob das nun, ja, das ist natürlich auch wie ganz unterschiedlich, aber dass man dann irgendwelche Untersuchungsreihen im Labor macht, also da haben wir ja im Chemiebau, der ist gleich neben HSZ, da sind ja auch große Labore und da sind wir eben auch mit drin. Und da kann man natürlich dann eben auch die Versuchsreihen machen, je nachdem, ja, was für ein Thema man dann eben hat. Ja. Würdest du sagen, deine Fakultät ist gut und modern aufgestellt und ihr habt da viele Möglichkeiten? Also das Chemiegebäude ist ja relativ neu. Ich weiß gar nicht, wann das gebaut oder wann das restauriert wurde, aber das ist bestimmt auch erst 7, 8 Jahre her oder so. Also es ist wirklich relativ modern. Und gerade eben dann eben, was man dann eben dort auch hat, also sei das nun irgendwie hydrochemische irgendwie Praktika oder so, die sind natürlich dann auch auf einem hohen modernen Stand, generell auch die Vorlesungen in dem Gebäude dann eben auch, ja, durch und durch. Also ist das auf einem guten Stand, ja. Und behandelt ihr auch aktuelle Themen in den Vorlesungen und Seminaren? Aktuelle Themen, also in den Vorlesungen generell ist natürlich der Umweltschutz und ein großes Thema. Geht natürlich immer einher, ja, wie kann man die Umwelt schützen und oder wie funktionieren diese ganzen Kreisläufe natürlich auch. Ja, spielt natürlich in den Vorlesungen auch eine maßgebende Rolle natürlich. Ja. Ja, sehr gut. Also ich glaube, das hat schon einen ganz guten Einblick ins Studium der Hydrowissenschaften gegeben. Möchtest du noch irgendwie abschließend irgendwas zum Studium sagen, irgendwas, was wir jetzt vergessen haben? An sich eigentlich nicht. Ich möchte gern nur noch ein bisschen da oder darauf hinweisen, dass es gleich im Anschluss gäbe es noch eine kleine Infoveranstaltung. Also wenn du das jetzt noch machen wolltest, aber Bitte. genau, die findet ihr, also das Programm generell findet ihr auch unter unserem Instagram-Channel FSL Hydro in der Linkliste, in der Bio. Und da geht es jetzt weiter mit einer Infoveranstaltung vom Professor Stolte. Ist ja nur Wasser, heißt die. Genau. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Genau. Und ansonsten gibt es auf der Unitag-Seite tu-dresden.de/unitag unter der Programmübersicht alles zum Thema Hydrowissenschaften. Da sind dann auch noch ein paar Videos, die man sich anschauen kann. Sehr gut gemacht, Tim. Kam gerade in den Kommentaren. Genau. Ja. Genau, dann würde ich sagen, danke für die Infos. Das Video bleibt ja online. Vielleicht kommen noch ein paar Kommentare im Nachgang. Dann leite ich euch die weiter und dann könnt ihr die gerne vom Fachschaftsrat beantworten. Sehr gerne. Super, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für den super Einblick und noch ein schönes Wochenende. Ebenso, vielen lieben Dank. Ciao, ciao. Danke, tschüss.